Erstmal herzlich willkommen zum Mott & Koi Wespe-Blog. Also ich muss mein Parfüm wechseln. Seit ich mein Parfüm nicht gewechselt habe, sind nur noch Wespe an mir dran. So, der Nachbar Flex, der hat wahrscheinlich gesehen, was Andreas hier baut. Mir tut es in der Seele weh. Andreas, wie im vorangegangenen Blog sagt, ist ein genialer, begnadeter Handwerker und wir sehen gleich, wie er hier die Rohrleitung verlegt hat. Also jetzt mal rein von der handwerklichen Arbeit ist es Genesis-like, das ist perfekt. Von der Strömung ist es leider nichts. Und ich habe ihm das auch so ehrlich gesagt und habe gesagt, pass auf, dein Teich ist jetzt noch jung, jetzt bist du noch willig, jetzt bist du motiviert, geh gleich her und mach es jetzt einmal richtig und dann hast du Ruhe. Ja? Und das hat er jetzt auch gleich gesagt, dass er das machen wird. Um was es hier im Detail geht, werden wir gleich sehen. Er hat hier einen Kompaktfilter, Trommelfilter mit einer zu kleinen Biologie. Da sind maximal 500, 600, 700 Liter Biomasse drin auf einem 50.000 Liter Teich. Wir haben 1-2% Biologie. Für die neuen Fischchen, was wir heute haben, die paar Gramm Futter, die auf 6 bis 8 Mal am Tag verteilt werden, ist das alles okay. Es wird mehr werden und bevor er in ein paar Jahren dasteht und es ist alles scheiße, soll er lieber gleich das ganze Ding in Angriff nehmen. Wie, sage ich gleich. Übrigens habe ich mich gerade beim Kaffee kurz unterhalten, wegen den Bodenabläufen, habe gezeigt, wie sie verändert werden sollten. Wir haben gesehen, das sind nur so flache Scheiben. Und wenn Sie sich an den Blog mit Sandra bei Folger erinnern, wo er hatte keine Domdeckel drauf, keine Bodenablaufdeckel, die Fische sind angesaugt worden. Und da hätte ich jetzt hier gar nicht dran gedacht, weil er 4 große Einläufe hat und die Fische noch relativ klein sind. Aber seine Frau hat gleich gesagt, ja, und manchmal sieht man, wie die Fische angesaugt werden. Und der eine oder andere hatte auch einen leichten Schnitt. Also wir lernen keine Teiche ohne Bodenablaufdeckel. Das ist für die Koi scheiß gefährlich. Davon abgesehen, dass auch von der Funktionalität mehr oder weniger Müll ist. Was ist hier passiert? Gott sei Dank, die 100er Bodenabläufe, die er im Teich verteilt hat, die passen von der Anzahl, 4 Stück, plus ein Oberflächenabzug, haben wir 5 auf 50.000 Liter, das passt. Warum Gott sei Dank? Weil die Bodenabläufe zu verändern, das ist der größte Scheiß, den es überhaupt gibt. Also da muss Andreas nicht anpacken. Und er hat Glück im Unglück, weil das, was er oben in der Verrohrung verbockt hat, das ist so einfach zu reparieren, weil er im Prinzip den Filter direkt hinterm Teich gebaut hat. Das ist nur eine 24er Schalbettungwand dazwischen. Da kann er jetzt ganz einfach im oberen Bereich Kernbohrungen machen und alles ist gut. Also das ist leicht zu reparieren. Wir schauen es uns jetzt an und geben gleichzeitig Tipps dabei, wie er es besser machen könnte. Wir haben 2 Pumpen, die zusammen eine Leistung von 120.000 Liter haben. Die laufen aber nicht auf Volllast. Derzeit laufen sie zusammen mit rund roundabout 500 Watt. Hier unten saugen die Rohrleitungen an, saugen die Pumpen an. Mit 100 gehen dann auf 75, müsste das sein. Und die werden dann gleich auf DN50 reduziert. Jeweils eine Leitung pro Pumpe. Und jetzt schauen wir uns von der oberen Pumpe den Weg an. Das geht hier rüber mit einem 50er Rohr. Schauen Sie sich das an. Dann geht es bis hier in die Ecke. Und hier in der Ecke findet die Stromteilung statt. Mit 50 kommend auf 250er Rohrleitungen mit einem T-Stück. Genau an der Stelle wird auf 10% der Pumpenleistung schon einbüßen. Warum? Weil das keine geordnete Stromtrennung ist, wie man es mit einem Y-Stück macht. Zum einen, ja, da wird einfach mal auf die Rohrwand geballert und dann geht ein Teil hier weg, in die Richtung, geht hier ein Teich zurück und der andere Teil geht hier weg. Das ist ein Fehler, dass man das mit einem T-Stück macht. Und zum anderen immer dran denken, wenn ich auf 2x50 verteilen will, muss die Zuleitung dazu wenigstens 75 sein. Also richtig wäre gewesen hier ein 75er Rohr, eine 75er Hauptzuleitung, an der Stelle ein Y-Stück, das dann auf die Teichrückführung geht und da dann auf 50 und das gleiche dann hier. Nach dem 75er Y-Stück kann man dann gleich mit 50 weitergehen und kann hier rüber und dann hier zurück in den Teich. Aber 50 ist im Prinzip auch Quatsch, weil wenn die Pumpen so stark sind, dann macht man das gleich mit 63, dass man also 75 auf 2x63 aufteilt. Oder noch besser, man geht noch eine Nennweite weiter nach oben. Je langsamer das Wasser in den Rohrleitungen fließt, desto geringer ist der Druckverlust und desto mehr habe ich nachher von meiner Energie. Und das ist das, was ich schon oft gesagt habe. Was bringen mir die genialsten Pumpen, wenn die Rohrleitung einfach nicht für die Pumpen ausgelegt ist? Da werde ich nie und nimmer Strom sparen und auch nicht mehr Wasser bekommen. Aber schauen wir uns jetzt mal wieder was Gutes an. Diese Bodenablaufleitungen sind sensationell verlegt. Er hat hier zwar 4x Winkel gebraucht, aber überall, wo er mit Bogen hat arbeiten können, auch hier beim Skimmer hat er das gemacht. Das ist richtig, richtig, richtig geil. Auch hier die Möglichkeit zum Runtersteigen. Richtig gut. So,
Schauen wir uns die zweite Pumpe an. Genau das gleiche. Das ist hier. Diese Leitung geht hier rüber. Und hier unten sehen Sie genau das gleiche mit einem T-Stück. Einmal hier rüber und einmal hier auf diesen kleinen Wasserfall, auf diese Überlauflippe. So, was empfehle ich jetzt, Andreas? Ich würde den Rücklauf hier und den Rücklauf, den würde ich einfach neu machen. Den würde ich einmal durchbohren mit einer 100er Kernbohrung und würde einfach schauen, dass ich hier 2x100, 2x100, da kriege ich locker 30.000 Liter durch. Das ist überhaupt gar kein Problem. Dann könnte ich schon über die zwei Rückleitungen, könnte ich den Teich einmal pro Stunde austauschen. Hier hinten den dritten Rücklauf, der da an der Treppe rauskommt, das wäre mir jetzt zu kompliziert. Einfach lassen, alles gut, wunderbar, muss man nicht jetzt die ganze Deko abräumen. Und dann würde ich zudem noch hier, weil er ein geiler Edelstahlbauer ist, diesen Ahorn. Man sieht übrigens, also ich sage jetzt mal ganz salopp, nehmen wir das Thema nochmal auf, über diese Verrohrung kriege ich mit 500 Watt den Teich maximal, wirklich maximal, alle 3 Stunden einmal ausgetauscht. Also es würde mich wundern, wenn da insgesamt mehr als 20, vielleicht ja, 20, im Höchstfall 25.000 Liter zum Fließen kommen. Und das ist in Relation zur Pumpenleistung überhaupt nichts. Und man darf sich da auch nicht täuschen lassen. Nur weil hier richtig Oberflächenströmung ist, heißt das nicht, dass es viel Wasser ist. Weil wir kommen hier aus einer 20er, aus dem 20er Austrittsloch raus und das ist schon mal per se gar nichts. So, jetzt würde ich den Ahorn nach vorne verlegen und würde hier hinten, man kriegt hier locker einen Meter auf einen Meter, würde ich einen 2 Meter hohen Bioturm bauen und dann habe ich auf jeden Fall nochmal 2 Kubik. Oder ich würde sogar ein Stück weiter noch nach vorne gehen, würde das schick verkleiden, dass ich vielleicht sogar 3 oder 4 Kubikmeter Biologie habe, würde dann hier mit der einen Pumpe nach dem Trommelfilter, würde ich hier oben reinpumpen und würde es dann über diese neue 110er Rücklaufleitung zurückführen und alles ist gut. Und wenn man auch hier das Verhältnis sieht, die Filterkammer wäre von der Größe irgendwo so an der Grenze des Ausreichenden, wenn man jetzt in Relation zur Teichgröße das Ganze sieht. Aber hier ist halt wirklich mindestens die Hälfte des Platzes, eher sogar 2/3 des Platzes, des Volumens, des Raumvolumens, ist für die ganze Verrohrung, für die Pumpen, für die Zugschieber, beziehungsweise hier sind es Kugelhähne verbaut worden. Also das ist schade. Aber man muss sagen, handwerklich ist es erstklassig, ist es top. Und wenn er jetzt seine Verrohrung noch auf die richtigen Nennweiten verändert und vor allem von T-Stücken befreit auf Y-Stücke geht, dann ist die Anlage absolut perfekt. Und dann kann man wahrscheinlich auch über die entsprechende Wasseraustauschrate zwischen Teich und Filter kann man dafür sorgen, dass der Teich dann auch über die Jahre schön klar bleibt. Auch witzig, wir haben ja häufig das Problem, dass die Koi in großen Teichen wenig Fische, dass die eher scheu sind, aber seine Frau hat gesagt, die sind relativ schnell handsam geworden. Und man sieht, selbst ein Fremder wie ich, nein, mich kennen sie natürlich, wird hier sofort akzeptiert. Und wenn ich jetzt Futter hätte, würden die auch an die Hand kommen. Das ist komplett unterschiedlich, aber sie haben 2 Karashi-Koi-Typen drin. Und die scheinen entsprechend die anderen auch zahm zu machen. Und seine Frau hat gesagt, die 2, wo sie verletzt hatten mal, das ist relativ schnell abgeheilt. Ist also kein Problem gewesen. Aber dafür gibt es natürlich auch nicht immer einen Garant. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, alle, die mit so Edelstahlteile arbeiten, die müssen wirklich perfekt entgratet sein. Man sieht hier, dass die richtig gut bearbeitet sind. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da irgendwo ein Grat ist. Ich glaube einfach, das hing damit zusammen, dass die entsprechend fest angesaugt worden. So, ich bedanke mich bei Andreas und seiner Frau, dass wir hier blocken durften und vor allem, dass wir auf die Fehler hinweisen durften, weil dafür haben wir ja Modern Koi, dass alle Selbstbauer oder alle, die sich einen Teich anbieten lassen, dass die am Ende dann schon in etwa wissen, was ist gut, was ist schlecht oder wo liegt der Hase im Pfeffer begraben. Wo muss man besonders aufpassen? Aber wie gesagt, Andreas hat es hier relativ einfach. Bei seiner Arbeitsgeschwindigkeit ist es einen halben Samstag. Dann müsste der Teich soweit in Ordnung sein. Machen Sie es gut, vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal. Ciao.